Sonnele, moin moin und herzlich willkommen hier unten zu einem kleinen angezockt, getestet, vielleicht LP, ich weiß es nicht, The Front. Gestern erschien, soll auch wieder Baseball Survival, Zombie Survival, schmeiß mich weg sein, ja. Auf jeden Fall Survival, also gut für uns, ne. Gucken wir es uns mal an. Aussehen tut's schon Bombe. Sieht auch ganz cool aus, die Missionsverfolgung da oben rechts, unten links haben wir unsere Vitalwerte, in der Mitte die Leiste. Kennen wir alles von 7 Days, können wir vielleicht auch hier boxen. Können wir kriegen sogar Fasern. Das erinnert ja stark an Ark, ne? Muss man sagen. Bin ich mal gespannt. Also Holz sammeln, Steine sammeln, Fasern sammeln. Haben wir 4. Okay, gucken wir mal. Wie gesagt, heute so ein Test. Ich habe null Ahnung von dem Spiel. Wer es schon gesehen hat, kann ja vielleicht ein paar Tipps und Tricks geben, ne? Rausnehmen, Holz, okay. Und also, es fühlt sich echt an wie Ark, muss ich sagen. Gerade jetzt hier, so vom Anfang her. F looten, mit Tab machen wir das Inventar auf. Kennen wir auch. Sehr gut. Fasern haben wir. Wir brauchen noch Steine. Kriege ich die hier ab? Lustigerweise ja. Ich frage mich, wie unsere Hand stärker sein kann als ein Stein, ne? Sand kriegen wir auch raus. Okay. Effizientere Sammlung. 30 Steine. Jetzt müssen wir mal einen Steinpickel und eine Steinaxt herstellen. Das machen wir gerne mal. So. Ausführen. Ausführen. Also man sieht schon, wenn du Ahnung von Survival hast, das hier ist alles sehr selbsterklärend, finde ich. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. So. Wo ist der Pickel jetzt? Da oben. Die 2. Gib her. Bam. Mit einem Schlag das Ding weg. Okay. Ja. Voll die Monster-Axt, ne? Voll die Monster-Axt. Aber okay. So. Kannst einfach in die Kommentare schreiben, was du von dem Spiel hältst. Übrigens, im Moment ist es noch im Angebot. Ich glaube, 15,60 Euro kostet es. Reduziert um 20%. Normal 20 Euro. Also, wenn du nach einem neuen Survival-Game Ausschau hältst und ein bisschen übrig hast, kannst du es dir auch mal anschauen. Was brauchen wir denn da oben? Wir brauchen Holz und wir brauchen Stein. Ich würde auch sagen, Revier markieren. Übrigens, was ich vergessen habe, das Ganze hier ist Online-PvP-Zeugs-Gedöns, ne? Deswegen, ja. Ich habe mir jetzt einen eigenen Server gemacht, wo ich alleine drauf bin mit Passwort, so dass wir uns das in Ruhe angucken können. Weil ansonsten würde ich das nicht spielen, bin ich ganz ehrlich, ne? Weil wir kennen solche Spiele, à la DayZ und Rust, es gibt immer irgendeinen Depot, der irgendwo im Busch hängt 24/7 und die Leute abfarmt, ne? Deswegen mache ich sowas nie online auf öffentlichen Servern oder so am besten noch. Nein, danke. Schlafsack platzieren, Rezept, Holzfundament freischalten, Holzfundament bauen, okay. Schlafsack platzieren, Schlafsack herstellen. Pack mal weg, was können wir denn sonst noch schon alles bauen? Das ist eine Fackel. Die können wir auch bauen. Das ist ein Lagerfeuer, Gebietsflagge, Schlafsack, Seil. Waffen, was haben wir da? Noch nix. Gebäude, Fahrzeug, Ausrüstung, Versorgung, Technologie, alles. Also es gibt hier auch wirklich so technologischen Fortschritt wohl. Ich habe schon im Trailer gesehen, da sind Leute mit dem Hubschrauber durch die Gegend geflogen und haben alles weggeballert und so. Fand ich interessant. Wir können ja mal gucken. Guck mal, hier steht schon so der Rest vom Haus, ne? Es gibt übrigens, guck hier, erinnert auch stark an Ark, ne? Das ist die Map. Die gesamte Map. Und hier überall Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wir haben jede Menge zum Erkunden. Und man kann ähnlich wie bei Ark verschiedene Spawnpunkte hier im Osten wählen, ja? Finde ich cool. Finde ich sehr, sehr cool. So. Was haben wir hier? Mülltonne. Dann durchsuch mal. Kann ich mit E auch alles nehmen? Nein, kann ich nicht. Dann schalte ich da durch. So, aber einfach so nehmen, die wegwerfen. Eieieiei. Okay, zack, zack. Guck mal doch einfach mal in der Gegend rum, was hier los ist. Mehr wie sterben können wir ja nicht, ne? Weil ich will einen schönen Platz haben. Da ist ein Hase. Da ist ein Hase. Stufe 8, 61 Leben. Aha. Also zu sehr. Wir scrollen mal rein hier. Dann sehen wir das. Guck mal, da oben ist was. Vielleicht könnte man ja hier oben drauf eine Basis bauen. Oder da hinten. Aber ich will halt nicht zu weit weg sein, weil wir müssen mit Sicherheit looten. Wenn wir hier die Straße entlang laufen. Was ist das? Eisenerz. Und Steine. Ja, sehr gut. So, wie man sieht, haben die Sachen auch Haltbarkeit. Wir können wahrscheinlich auch überladen werden, weil wir unten sehen, 75,6 von 90. Jo. Sehr gut. Ja, guck, da hinten kommen doch, glaube ich, schon Gebäude, ne? Das heißt, da könnte eine Stadt sein. Wir müssen halt gucken, dass wir irgendwie
ein bisschen was zu essen und zu trinken kriegen. Ich denke mal, das ist wieder wie in jedem Survival-Game der Anfang, ne? Essen, trinken, eine Waffe, eine Butze, so dass wir ein bisschen, ja, ein wenig kaputtes Fahrzeug. Kann ich das durchsuchen? Nein. Schade. Aber hier. So, gucken wir mal. Wenn ich R drücke, nehme ich nicht alles. Mit Shift gedrückt halten auch nicht. Tue ich es nicht automatisch rein. Upp, bupp. Warte. Upp. Ah, Rechtsklick tue ich es direkt aufnehmen. Okay. So. Wie sieht's hier aus? Könnten eigentlich hier Straßensperre bauen. Da hängt eine Flagge. Ich weiß natürlich nicht, ob es hier noch andere NPC-Überlebende gibt. Und so weiter und so fort. Wir gucken mal. Auf jeden Fall nehmen wir erstmal alles mit. Danke, danke, danke. Sehr gut. Da oben, Radiostation. Ich ahne Böses. Ich sehe ja schon eine Flagge. Ist hier wer? Das sieht aus wie so ein Militärposten, ne? Da ist ein Hirsch. Ich glaube, die Musik bedeutet nichts Gutes. Oder ist das ein Wolf? Sieht aus wie ein... Ne, der hat ein Geweih. Okay, ich gehe dann lieber mal. Die lassen wir besser in Ruhe. Was ist das hier? Das war mal was, oder? Ich weiß halt auch nicht, wie viel Platz wir brauchen und so weiter. Deswegen... müssen wir mal gucken. Da ist eine Höhle. So wie es aussieht. Ah, es sieht schon geil aus. Es sieht schon geil aus. Es sieht sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Mega. Vom Aussehen her. Mir tut es zwar jetzt im Moment nur ein bisschen durch die Gegend watscheln und erkunden. Aber suchen wir mal ein schönes Plätzchen am Strand. Geht das? Ach, ich laufe jetzt hier durch. Da oben ist noch ein Fragezeichen. Gehen wir mal hier unten hier so hin oder so. Da ist der Hafen. Vielleicht könnten wir hier in der Ecke was machen. Müssten wir aber so rechts darüber. Und gleich wird es dunkel. Das wird wieder toll. Einfach aufnehmen. Zwischendurch. F gedrückt halten. Nimmt dann was auf. Jo. Fasern, Holz. Alles her damit. 79,6. 82,4. Also wir scheinen schnell überladen zu sein. Kalt ist uns nicht. Eher warm. Gesundheit haben wir noch. Trinken. Essen. Dreiviertels voll. Okay. Okili dokili. So. Ausdauer haben wir keine mehr? Nein. Muss ich jetzt mal wieder aufbauen. Dann gehen wir lieber in die Richtung. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie die Richtung ist. Was ist das hier? Dunkel ist das. Es wird auch dunkel, schätze ich mal. Ich hoffe, wir können die Nacht durchschlafen. Was ist das? Zuckerrohr. Oh, nice. So. Schlafsack platzieren. Ja, aber nicht hier mitten in die Pampa. Ich will irgendwo an den Rand. Wo wir vielleicht ein bisschen Ruhe haben. Hier die Ecke, das sieht auch Schweine, Hirsche, hier kann man jagen. Da sind Hasen, bestimmt. Da ist ein Hafen. Ich sag ja, wir gehen jetzt da in die Ecke. Wir gehen jetzt da in die Ecke. Das wäre so ungefähr, weil da sind wir von zwei Seiten schon geschützt und können dann vielleicht was Kleines aufbauen. Mal gucken. Muss man auch dran denken an sowas, ne? Da. Hoffentlich schaffen wir das noch, bevor es ganz dunkel ist. 17.50 Uhr und es wird schon dunkel. Ein bisschen komisch. Aber okay. So, mal schauen. Vor allem auch, ob das Spiel dann so solo Sinn macht, ne? Oder ob das wirklich nur rein aufs PvP ausgelegt ist. Und wir hier praktisch nichts machen können. Was habe ich denn da jetzt für eine... Hä? Sehe ich meinen Charakter irgendwo? Karte, Team, Mission, Talent, Rucksack. Keine Ahnung, was das war. Da unten links die rote Ferse. Schmeiß mich weg. So, da oben ist das, ne? Jo, genau. Da so hin möchte ich. Es wird dunkel. Hintergrundmusik habe ich extra ganz leise gemacht. Und die nur so leicht hört. Ist halt alles abschüssig, ne? Das ist auch nicht toll. Aber hier drauf könnte man eventuell bauen. Oh, könnten wir, ne? Machen wir mal. Das ist ein Hafen. Das war eigentlich eine gute Idee. Gefällt mir. Wir legen jetzt unseren Schlafsack hier drauf hin. Geht das? Bitteschön. Sehr gut.
Rezept Holzfundament freischalten. Ableveln 3. Yeah. Holzfundament bauen 4. Wo haben wir das denn? Das müsste ja dann im Technologiebaum sein hier, ne? Richtig. Irgendwo Basis. Seil, ja, Basteltisch. Ein Basteltisch? Was ist das denn bitte? Level 3 von 4. Ich weiß, jetzt müssen wir noch aufleveln. Kann ich Seile herstellen? Aber ich sehe hier nichts an Fundamenten. Gebäude, Schlafsack, Holzfundament, hier. Yo. Holzmauer kann man auch freischalten, genauso wie Holzboden. Perfekt. Und jetzt müssen wir das ja bauen können, ne? Richtig, Holzfundament 2x2. Was haben wir für den Auftrag? Wie viele sollen wir bauen? 4 Stück. Aber Holzfundament, nicht Holzfundament 2x2. Dann würde ich sagen, nehmen wir die hier. 4 Stück. Gucken wir mal. Ganz gemütlich in Ruhe, ne? Was das Spiel so hergibt. So, was haben wir denn hier? Harz, Ätherschermen, die kristallklaren Kristallfragmente flossen schwach vor Energie. Es wird häufig verwendet, um Technologie zu verbessern, Gegenstände zu handeln und durch Belagerungen und Erkundungen große Mengen zu erhalten. Aha, Sand, Stein, Pflanzenfasern. Okay, auf der 3. Jetzt haben wir das natürlich... Ah, ich kann das hier hoch und tief stellen. Dann machen wir mal die Höhe hier so. 1. Und dann kann ich es noch drehen, wenn ich will. 2. Ach, komme ich da hoch? Nein. Na toll. So, 3. Und 4. Unterschlupf bauen. Ich komme gerade so da drauf. Gebietsflagge platzieren. Wo haben wir die denn hier? Gebietsflagge. Bitteschön. Bauen wir mal eine. Ah, nice. Ist ja genau das Richtige für mich. Mit nichts anfangen und sich was aufbauen. Das wird interessant. Oh, wir können jetzt gleich auch mal probieren. Irgendwie. Okay, kann ich die hier drauf aufstellen? Warum kann ich die denn... Da kann ich sie hinstellen, okay. Muss die irgendwie in der Nähe stehen, oder wie? Ich stelle sie mal dahin. Vielleicht können wir die auch noch woanders hinstellen. Wir brauchen unbedingt eine Treppe dann hier. Ich komme gerade so da hoch. Lagerfeuer bauen, Lagerfeuer anzünden. Bitteschön, mach mal. Warten wir extra damit. Nicht, dass wir dann noch eins bauen müssen, weil das nicht gezählt hat, ne? So, auf der 3. Stell's mal in die Ecke. Also nur in dem Gebiet hier können wir dann was bauen, oder wie? H-Eigenschaften ein- ausblenden. Ah, nice. F öffnen. Verbrauchsleiste. Aktivierung. Schick. Sehr schick. Sehr schick. Grillfleisch grillen, aber wir haben auch kein Grillfleisch, oder? Also ich sehe kein Grillfleisch. Das heißt, wir müssten erstmal jagen. Waffe herstellen, Holzspeer. Okay, können wir den? Nein, müssen wir wieder alles freischalten, ne? Holzspeer, bitteschön. Jawohl, Holzbogen, yo, Gebäude. Dann müssen wir das wieder der Reihe nach machen, ne? Wo ist der Holzspeer? Hier. Stell mal einen her. Ist ja gar nicht schwer. Müssen wir schlafen? Kann ich den wieder aufheben hier? F lange drücken, um weitere Optionen anzuzeigen. Zerstören. Name ändern. Kann ich nicht. Na toll. Also ist der wirklich nur zum Spawnen. Das heißt, ich kann damit nicht die Nacht überschlafen. Anscheinend. Interessant. So. Rechts gedrückt halten. Kann ich leider nicht den Speer wegwerfen. Bisschen doof. Also kann ich nicht mit nach Dingens werfen. Können wir den Basteltisch umbauen? Holzfundament, Seil. Ich glaube nicht. Schräge Treppe können wir bauen. Das ist gut. Bau mal eine. Technologie, Gebäude. Haben wir alles? Fahrzeuge. 16, 22. Also mit 16 kommt das erste Fahrzeug. Interessant. 5, 6. Versorgung. Feuerhaufen. Was auch immer ein Feuerhaufen ist. Grillfisch. Das Fleischbein, ne? Genau. Technologie mit 6. Basis, so der Basteltisch. Er ist freigeschaltet, das heißt, den können wir jetzt auch schon bauen. Basteltisch? Jawohl. Ausführen. Wir können eigentlich hiervon direkt noch 2, 4, 5, 6, 7, 8 bauen.
Können wir nur drei, weil wir nur dreimal Fasern haben. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Komm her, Basteltisch. Bist auf der 7. Stelle ich mal einfach so hier in die Ecke. Zum Testen. Wenn ich jetzt hier hingehe und hier mit der, was ist es, die 6? Jo. Machen wir die mal so dran, gucken, wie es aussieht. Reicht für den Anfang. Grillfleisch. Ist natürlich nur sehr dunkel jetzt gerade, obwohl es noch geht. Ich würde ja schon gerne, mich juckt es in den Fingern, da hinten hinzugehen, ne? Aber ich schätze mal, da wird irgendwer oder was sein. Was ist das da? Na, der Mond geht relativ schnell rum. Ich habe übrigens alles in Standardeinstellungen lassen. Was ist das hier? Aliens! Die kommen uns zu holen! Also ist das echt 1 zu 1 Ark hier? Da gibt es doch auch diese Strahlen. Das sieht aus wie Ark. Das sieht aus wie Ark. Echt. Bin mal gespannt, ob wir noch auf irgendwen oder was treffen werden. Wenn wir ganz allein auf unserem Server sind. So, Wände wollte ich bauen, ne? Ne, wir haben noch dreimal hier Dingens. Haben wir. 1, 2. Warum hat das denn jetzt andere Farben? 3. Vielleicht wegen dem Holz. Es gibt ja verschiedenes Holz. PvP-Schutz nicht aktiv. Brauche ich aber auch nicht. Weil wir haben überhaupt kein PvP. 34,7 Punkte pro Sekunde. Besitzer Ede. Genau, so sieht's aus. Oder wird das jetzt dunkler, weil es verwittert? Kann das sein? Wir gucken mal. Es passt sich so langsam an, ne? Yo. Ah, das ist bestimmt, dass du siehst. Siehst du, Haltbarkeit geht hoch, weil es sich anpasst, ne? Gut, dann habe ich Schluss erzählt. Gehen wir noch ein bisschen Holz und Fasern holen. Ich bin gespannt. Da würde ich auch gerne mal dran gucken, was das ist. Ja, bauen wir uns eine Hütte. Onkel Toms Hütte hier. Romsti Bomsti. Aber ich glaube, Holz hatten wir genug. Wir brauchen Fasern, ne? Yep, wir brauchen Fasern. Packt mal weg. Also, müssten wir uns ein paar Dinos holen, mit denen wir Fasern sammeln können, wa? Wilde Frucht. Das ist aber eins, wirklich 1A, wenn man das sieht hier, wie man die Fasern sammelt und so, ne? Das ist echt arg. Dann diese Dinger, die da sind. Gehen nur die Dinosaurier. Interessant, interessant. La 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 la. Sehr gut. So. Level up. Wie viel können wir jetzt bauen? Lass mal gucken. 25. Nee, lass mal. Das ist mir zu viel. Aufbewahrungsbox herstellen. Ja, das können wir jetzt machen. Sehr gut. Aber erstmal muss ich hier mal ein Fundament bauen für das Haus. Das wäre sehr clever. Das schwebt da rum, ey. So, wir brauchen noch 1, 2. Dann brauchen wir 1, 2, 3. Sind 5, 6, 7, 8, 9... Ah, kann man da bauen? 10, 11, 12, 13, 14. Sagen wir mal 14 Stück, ja. So, gucken wir mal. Bau die mal. Das sollte ja relativ schnell gehen. Es wird wieder hell, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dann können wir währenddessen schon Punkt gucken für die Ausrüstung hier irgendwie. Holzkleidung gibt's. Holzkleidung? Was ist bitte Holzkleidung? Das Feuer haben wir. Technologie geht noch nicht. Chemietisch, Steinofen. Oh, das wird geil. Wie lange geht das denn hier? Oh, da hast du einiges zu tun. Was ist hier hinten? 51, 50, okay. Aber ich denke mal, das wird später dann auch was schneller, wenn du Holzbogen, Bogen, Steinmesser schon. Das wird später auch was besser, wenn du meine Güte, kann ich das einfach alles freischalten hier? Jo. Alles, was auf dem Level ist, kann ich dann freischalten. Brauche ich keine Punkte für. Das ist interessant. Dann machen wir das natürlich direkt. So, Versorgung haben wir. Grillfisch kommt bei 9. Technologie haben wir noch nichts. Okay. So, mit der 7. Da einen hin, da einen hin. Da geht's nicht, hier geht's hin. Warum geht das denn da nicht hin? Überschneidet sich mit dem Territorium von Schlafsack. Na toll. Geiler Schlafsack. So, was haben wir hier? Nicht genug Material für. Da geht's auch nicht.
Da geht's. Ah, guck, das ist ja... du musst echt gucken, wo du baust. Holzsäule. Dreiecksfundament. Kann man auch rechts geklickt halten. Kann man das aussehen. Ah, interessant. Dann kann ich das mit R drehen oder was. Aber man sieht's, du bist nur einen Millimeter am Kreis oder raus. Schon kannst du da nicht mehr bauen. Das ist natürlich... ne? Aber den kann man bestimmt auch irgendwie erweitern. Schätze ich mal. F öffnen. Zeitliche Signalen reparieren die Gebäudehaltbarkeit innerhalb der Reichweite jeder Stunde automatisch, okay. Das brauchen wir nicht unbedingt, ne? Bestandsressourcen können gepflegt werden, okay. Automatische Reparatur, wöchentlicher Verbrauch 19 von 200. Ah, das ist ja interessant, dass wir da auch was reinpacken müssen, damit das repariert wird und nicht verfällt. Hört sich interessant an, aber ja, was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Da kannst du den einen hier auch wieder wegmachen, ne? Ah, Eigenschaften. Okay, lange gedrückt halten. Zerstörer. Romsti, Romsti, weg damit. Macht's. So, Grillfleisch grillen, das wird auch lustig. Dann können wir das hier aber auch wegmachen. So, dann können wir uns mal ein paar Wände und so weiter bauen. Gucken wir mal. Wie wär's mit einer Türe? Holzwand 2x2. Ich hätte gerne eine einzelne Holzwand. Erstmal zum Testen. Dann können wir nämlich garantiert noch, vielleicht können wir das ja nach vorne noch ein bisschen bauen. Mal gucken. Guck mal, hier können wir nämlich noch hinbauen. Da können wir hinbauen, da können wir hinbauen. Hier können wir hinbauen. Da können wir hinbauen. Dann können wir den hier wegmachen. So, dankeschön. Da können wir hinbauen. Hier dürfen wir nicht hinbauen, oder was? Warum? Das ist ja doof. Dann könnte ich die Treppe hier hinmachen oder dahin. Ah, ich will ein etwas größeres Haus haben. Das will ich. Warum darf ich hier nicht hinbauen? Das Gebiet hängt in der Luft, kann nicht platziert werden. Das Gebäude hängt in der Luft, okay. Also das scheint ihn dann doch zu interessieren, dass das in der Luft hängt. Da unten geht's, das würde in der Luft hängen. Also sobald das nur ein Punkt in der Luft hängt oder so, geht's nicht mehr. So wie es ausschaut. Gut zu wissen. Dann, wie gesagt, schräge Treppe. Machen wir zwei. Dann müssen wir nach der Wand gucken. Müssen jetzt gucken, wo wir die hinsetzen. So, wie lange dauert das hier, Leute? Pilzhandschuhe. Dafür brauchen wir Klebeband. Was ist das bitte? Harnsamen. Der kann weg. Oh, guck mal, das zerfällt. Kann 10 Durstpunkte wiederherstellen. Ja, nice. C verwenden, okay. Zuckerrohr, du. Sehr gut. Hunger und Durst wiederhergestellt. Ah, das ist auch gut. Essen wir die erstmal so. Auf dass wir 4, 5. Oh, da wird es in der Luft hängen. Da geht's nicht. Oh, da müssen wir aber weit machen, ne? Dann brauchen wir noch einen. Mindestens, der hier runter geht. Aber okay, können wir so machen. Dann lassen wir es erstmal so zum Testen. Gut zu wissen. Aber ich würde gerne wissen, ob man dann mit dem Ding hier seine Reichweite noch erweitern kann. Bestimmt irgendwie. So, wir gehen jetzt hier hoch. Dann haben wir hier die 8. Kann ich da irgendwie Türwand aus Holz? Jawohl. Ich habe doch gesagt Türwand. Machen wir mal noch eine. Kann ich da einfach eine Tür reinbauen? Einfache Holztür. So, was ist das hier? Doppeltür aus Holz. Erstmal nicht. Wir müssen auch noch gucken, was wir hier bauen. Wir haben eine Holzwand. Wir haben kein Holzfenster. Wir haben keine Holztür gebaut. Nix. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie da das reinkriegen. Ach, ist das interessant. Ist das interessant. Ich liebe es, ja. Guck, jetzt sagt er mir hier nein. Ich habe wahrscheinlich wieder nicht gedrückt, ne? Ich kenne mich, ja. Oder Rückseite. Was? Nein, mach erstmal weg. So, ich will nur die Wand hier. Zerstören. Und, aha. Guck mal, die kann man hier auch easy tauschen. Das ist ja cool. Dann brauchst du das nicht immer abreißen und neu bauen.
wenn du dich verbaut hast. Hältst du einfach gedrückt, drückst drauf und schon kannst du neu bauen. Beziehungsweise die Seite tauschen. Das ist natürlich sehr gut. Das ist mal ein geiles Feature. Nein, nicht zerstören. Ich möchte... Rechts... Holzwand 2x2 ist das? Nee. Lass die hier. Guck, jetzt kann ich nämlich hier das Verkehr drum. Kann ich das tauschen? So rum. Warum habe ich denn eine 2x2 Holzwand gebaut? Ich wollte doch eine einzelne. Wir brauchen ja eine Tür, sonst kommen wir hier nicht rein. Was ist das hier? Ein Steinpfeil, ein Holzbogen. Können wir gleich auch bauen. Dann können wir mal gucken, dass wir jagen können. Weil Essen brauchen wir ja auch. Aber ich will jetzt erstmal die Türe dahin kriegen. So, 5, da geht's raus. Genau, so. Zack, bitteschön. Und da kann jetzt die Tür rein, ne? Genau. Zack, geht die von alleine auf? Nein, muss ich mit F öffnen. Sehr gut. Aber hey, wir haben eine Tür. Gefällt mir. So, der Basteltisch ist gebaut. Klebeband herstellen. Weil wir wollen uns ja... Was brauchen wir dafür? Fasern und Pflanzenschleim. Ach, der muss hier drin sein. Rein da. Und rein da. Zwei Stück. Sehr gut. Muss man natürlich auch wissen, ne? Auch das hier kommt mir sehr nach Ark. Das ist ja 1:1 Ark, ey. So, Grillfleisch müssen wir gleich. Holzwand haben wir 3. Wir brauchen jetzt noch ein Holzfenster und wir brauchen noch eine einzelne. Dann machen wir hier mal eine einzelne Holzwand. Wenn wir könnten. Dafür brauchen wir wieder Fasern. Das heißt, gehen wir raus hier. Dupdi-dupdi-du. Dupdi-dupdi-du. Wächst das Zeug hier auch nach? Ich bitte drum, liebe Leute. Liebe Entwickler, lasst die Sachen nachwachsen. Nicht weg ist weg. Es ist nur logisch. In der Natur wächst auch alles nach, ja. Oh, das wird was, du. Aber ich liebe das, ne? Ich liebe das, so hier nach und nach alles erkunden. Und neu entdecken. Es ist total neu, was total anderes. Aber es erinnert mich mega, mega stark an Ark. Gibt halt nur keine Dinosaurier hier, ne? 5, 6. Okay, ableveln. Das heißt, nicht rumdrehen, sondern F gedrückt halten. Ja, ne, Rechtsklick war's. Jetzt brauchen wir ein Fenster. Was ist das hier? Hohlwand aus Holz. Okay. Machen wir mal hier. So, mit Fenster. Dann haben wir das nämlich auch gesetzt. Jawohl. Ein Holzfenster müssen wir jetzt noch platzieren. Das haben wir. Da ist die Tür. Doppeltür. Da ist das Holzfenster. Bitte bauen Sie jetzt. Das muss dann da rein. Wir können die Beeren da wieder essen. Gib mal alles her hier. Dankeschön. Vielleicht kommt ja gleich was Vernünftiges raus. Hallo. Kann man auch auf und zu machen. Nice. Die Frage ist, wie kommen wir da hinten ran? So, er will ein Steinmesser, er will eine Holzkiste und das Grillfleisch. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt erstmal hier einen Bogen. Und... 10 Pfeile. Sollte erstmal reichen für den Anfang. Dann können wir mal gucken, dass wir irgendwo Hasen finden oder so. Da ist noch Fragezeichen, da könnten wir gucken gehen. So, einziges, was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass unser Schlafsack da am Rand irgendwo im Dreck liegt. So, V-Einzelschild, was? Einzelner Schuss. Mit R tun wir einen rein. Okay. Bin ich mal gespannt. Bin ich gespannt, was das gibt. Gucken wir mal, ob wir irgendwie da dran kommen. Aber auch wieder hier hochkommen. Will halt wissen, was da drin ist. Kann man die aufmachen? Erkundungslevel 37. Boah, wir müssen 37 sein, um da reingucken zu können. Siehst du, auch das. Wieder 1A von Ark, ne? Ist aber vielleicht gar nicht so verkehrt. Ist ein cleverer Schachzug, ne? Jetzt, wo alle so stinkig auf Ark sind. Mit dem Ark Ascendant, ne? Hat sich da hinten was bewegt. Das ist voll der fette Bogen hier, ey. Gucken wir mal. So, diese Richtung. Da sind die Schweine, da hinten sind die Hasen. Hier ist auf jeden Fall die Straße, da können wir schon mal langlaufen. Der Anfang wird ein bisschen tricky, weil wir hier rumlaufen und das dauert und dauert, ne? Aber ich schätze mal, wenn wir im Fahrzeug haben, dann sind wir auch schneller unterwegs. Asi!
Läuft mir direkt vor die Flinte hier. Oh, was? Zeit bis zum Verschwinden? Nichts Zeit bis zum Verschwinden. Ah, jetzt brauche ich ein Dingens, ne? Mit der Axt. Wie brutal. So, ein großer Hase, wa? Knochen, Fleisch. Kennen wir doch irgendwo her, ne? Elf Fleisch aus einem Hasen. Okay. Das war jetzt Glück, dass er uns direkt vor die Flinte gelaufen ist. Aber ich sag nicht nein. Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Aber nur noch 150. Oh, die ist gleich kaputt. Die ist gleich kaputt. So. Er noch bitte. Dann können wir nämlich endlich mal was Grillfleisch essen hier. Da bin ich gespannt. Das Einzige, was ich bis jetzt sehe, was unterschiedlich ist zu Ark. Ich habe Ark nicht so viel gespielt. Ich glaube 300, 400 Stunden. Ja. Das ist ja nichts im Gegensatz zu manchen anderen Leuten. Aber ich glaube, bei Ark gibt es nicht diese Fahne, dass du nur in diesem Gebiet bauen darfst. Ne? Da kannst du einfach bauen, wo du willst, wie weit du willst. Das ist ein bisschen... aber ansonsten finde ich das bisher ganz cool hier, muss ich sagen. Gefällt mir. Gefällt mir. Richtig nice. So, jetzt haben wir natürlich keine Ausdauer mehr. Ich komme nicht hier hoch. Nö. Ich bleib da hängen. Mach mal weg, das Ding. Da müssen wir sowieso nicht hoch. Wir müssen hier hinten lang. So, mampf mal die Beere. Das kannst du wieder einsammeln hier. Dankeschön. Oh, ich habe das 2 hochgebaut da oben, ne? Ich depp. Ich bin ein Experte. Na, das Schiff sieht mir auch nicht mehr taufrisch aus. Wir müssten eigentlich mal erkunden gehen da hinten. Kann ich das irgendwie halbieren? Jawohl, einfach mit Rechtsklick ziehen und jetzt mache ich hier 50. Okay. Und die kann ich jetzt hier reinlegen, ne? So, bitteschön. Und dann möchte ich mal das hier reinlegen. Brutzelt er das jetzt hier? Grillfleisch, Maximum. Also brauchst du immer 2 für 1. Jetzt weiß ich, warum da so viel rauskommt. Eieiei. Ah, guck mal hier, Grillfleisch am Stock. Kann 30 Hunger wiederherstellen. Das ist sehr gut. Ich das jetzt esse hier. Danke. Danke. So, stopp mal. Ich will nicht, dass das hier alles direkt ausgeht. Holzkiste. Können wir die schon bauen? Hier ist der Holzhelm, Holzschuhe, ne, Holzhose, Doppeltür, Basteltisch, da ist die Holzkiste, die braucht ein Seil, das können wir hier machen. Aha, 2 Seile sogar. Dann haben wir die Holzkiste. Ausführen. Ah, das ist echt geil, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich liebe sowas. Ich liebe es. So, die Kiste kommt jetzt bestimmt hier auf die 8, ne? Genau. Stellen wir da hin. Tada, jetzt können wir hier Sachen reintun. Stimmt's? 10 Tierfelle sammeln, okay. Und ein Steinmesser sollen wir herstellen. Das können wir auch gerne mal machen. Dann müssen wir hier mal die Fackel mal nach da hinten. Das Steinmesser nach vorne zu uns kommt. Wenn ich die jetzt öffne, kann ich das hier alles mal, was wir im Moment nicht brauchen, da reintun. Fasern, Holz, Klebeband, das kommt jetzt mal alles da rein. So, die bleiben hier. Wir sehen aus, ey. Aber ich habe auch hier einfach wieder Standard genommen. So, vielleicht sollten wir noch zusehen, dass wir dann doch ein bisschen Rüstung haben, wenn wir Tierfelle sammeln müssen. Dann wird es wohl auf die Schweine hinauslaufen, ne? 13, ja, mach mal. Mach mal, dann können wir hier gucken. Holzschuhe. Jo. Sehr gut. Wenn ihr dann fertig seid. Können wir hier schon mal weitermachen. Rechtsklick tragen. Ich hoffe doch, wir tragen die jetzt. Holzschuhe hatten wir. Jetzt Holzhandschuhe herstellen. So, 10 Seile. 10 Seile, also wir brauchen 20 Seile. Dafür brauchen wir Fasern. Die haben wir hier reingestopft. Eh nicht mehr so viele. Ihr könnt drin bleiben. Nein, nicht da rein.
So, ich will die anziehen. Die haben wir noch nämlich selber im Inventar. Rucksack. Ah, hier. Holzschuhe, Holzhände. Sehr gut. So, weiter geht's. Fasern sammeln für Brust und so. Ich bin gespannt, was das gibt. So, einen Hasen haben wir jetzt schon gesehen hier. Wie viele Fasern haben wir? 58, da ist schon wieder ein Hase. Mach einfach mal Maximum ausführen. Dann sammeln wir noch ein paar hier. So, gehen einfach mal in die Richtung gucken, was da so los ist. Das kenne ich auch nicht hier. Weizen gesammelt, siehst du mal. Vielleicht sehen wir ja aus der Ferne da irgendwie rumlaufen oder so. Würde mich interessieren, was ist das? Tomaten, ja sehr gut. Aber ganz ehrlich, wenn es da all so Zeug gibt zum Anbauen und sonst was, man muss irgendwie den Radius seiner Basis vergrößern können. Das kannst du ja nicht alles da aufbauen. Das geht ja nicht. Ausführen. So, 2 von 10. Der Rest kommt noch. Sieht mir echt sehr leer aus. Wir gehen da jetzt einfach mal gucken. Das sind Holzstumpen. Ich bin die ganze Zeit beim Rennen hier. Wir müssen trinken. Aber... Dingenswasser. Mehr Wasser ist, glaube ich, nicht so gut. Warum kann ich die nicht essen? So. Schön Wasser wieder auffüllen. Hier mal am Rand entlang. Geht schneller. Da hinten. Hallo? Brackwasser. Wo ich da will. Wie geht's? Ich will halt nur wissen, ob das leer ist oder ob das, ob es da irgendwie NPCs gibt oder so. Man darf ja auch nicht vergessen, das Ganze ist im Early Access, ne? Gibt es garantiert NPCs. Guck mal, könnte das da hinten schon einer sein? Da läuft er rum, ja. Hinterhältiger mit Messer. Aha. 463 Leben, ja genau. Der ist Level 20. Okay, wer ist das da hinten? Eisenwolf, 2400 Leben. Ich glaube, die lassen wir mal in Ruhe. Wir gehen wieder in unsere Holzhütte, ne? Das ist, glaube ich, cleverer. Zieh mal an. Jetzt können wir die hier noch herstellen. Also ich lege mich nicht mit einem Eisenwolf an, mit 2500 Leben, wenn wir 150 haben, mit einer Holzrüstung. Das wäre ein bisschen... Nein, ne? Einfach nur nein. Vergiss es. So, dann tun wir lieber noch... einen Holzhelm brauchen wir auch noch. Siehst du mal, den habe ich vergessen. Den haben wir hier, den können wir auch noch herstellen. Dankeschön. So, da ist die tragen. Dann sind wir komplett hölzern. Gehen wir mal hier ins Wasser und wieder darüber. Aber die Frage ist, haben wir jetzt Ruhe oder greifen die uns auch an? Ne? Das weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal gucken. Aber das kriegen wir schon hin. Ich hoffe nur, sie lassen uns erstmal in Ruhe. So, gehen wir wieder in unsere Richtung. Was wir jetzt machen könnten, ist folgendes. Und zwar den Holzhelm anziehen. Ätherscherben, okay. Tada, Level 8. 10 Tierfälle brauchen wir. Die Frage ist, kriegen wir die jetzt auch von Hasen? Beherrsche die Schmelztechnik, okay. Kriegen wir die auch von Hasen oder müssen wir dafür die Schweine da oben killen? Ich würde es mal gerne mit dem Schwein probieren, weil den Hasen haben wir ja schon. Mehr wie uns killen können die ja nicht, ne? So, muss hier ja irgendwo Schweine geben. Und bitte keine Grays. Ja, schon wieder Durst. Ey, der Typ hat nur Durst. Hier, ess die Beere. Wilde Frucht. Was haben wir denn hier? Oh, das sind aber kleine Schweinchen, du. Aha, 1100 Leben. Okay. Du machst überhaupt keinen Schaden da dran.
Aber klappt schon mal gut. Ja. Gut. Da müssen wir wohl noch ein bisschen üben. Die Frage ist, gehen die jetzt gleich laufen, wenn sie fast tot sind? Wir haben nämlich jetzt gleich keine Pfeile mehr. Wie soll man denn da treffen? Ich halte. Hallo, hier geblieben. Ja. Ja, weil er keinen Weg findet, setzt er immer wieder zurück, schätze ich mal, ne? Aber gleich ist er hinüber. Alter! Bleib doch stehen! Ja. Da kriegt der Begriff dumme Sau eine ganz andere Dimension, ne? Zumindest kommen wir so erstmal easy an Fleisch. Zerlegen wir das Schwein. Ja, so muss das sein. Die 10 Felle haben wir jetzt auch zusammen. Sehr gut. Fell bekommen. Haha. Also Ressourcen kriegt man viel daraus. Aber wir müssen ja auch sagen, wir müssen dran denken, du brauchst immer 2 für ein Fleisch. Ne? Gucken, ob das nachher in Massen ausartet oder ob das in Ordnung ist. So. Alles Standard, wie gesagt. Muss gucken, laufe ich richtig? Ja, ich laufe richtig. Sehr gut. Das gefällt mir. So. Also wissen wir schon mal, es gibt NPCs da hinten. Sah zwar ein bisschen leer aus, aber schauen wir mal. Noch müssen wir uns ja erstmal um uns selber kümmern, ne? Bevor wir hier irgendwie dran denken können, uns mit den NPCs anzulegen. Ich will jetzt erstmal 10 werden, um zu gucken, was wir dann so alles bauen können. Ob wir dann vielleicht in der Stufe schon mal das Ganze ein bisschen erweitern können. Oh, guck mal, ein Hase. Vielleicht kriege ich den ja auch noch so. Mit 48 und voll der böse Totenkopf daneben, ne? Level 5 Hase. Ich bin schneller im Krabbeln als er hier. Aha, die kannst du auch so. Okay. Kriegen wir mehr mit dem Dingens raus? Oh, Knochen, Fleisch. Da kriege ich sogar Fell raus. Okay. Interessant. Also auch aus Hasen kriegst du Fell. Gut zu wissen. Weil die Rampe hier. Mach mal Türe zu. Sonst zieht's. So, Holzzaun bauen, Holztor bauen. Aber wofür? Dämpfungsmodul. Einfacher Verband. Können wir das? Wir müssen bestimmt wieder hier in der Technologie weiter voranschreiten. Das können wir. Steinschlosspistole, Lasso, Schadensverstärkung, ein Köcher für Pfeile, Gebäude, was haben wir da wieder? Manuelle Bergbaumaschine, okay. Holzzaun, wofür? Holztür haben wir, der Rest geht noch nicht. Fahrzeuge kommen erst bei 16. Ah, hier, reduziert den Ausdauerverbrauch beim Springen um 10% und kann in Schuhe eingesteckt werden. Interessant, sowas gibt's ja auch. Nice. Verband, Technologie selber, Holzbarrikade, okay. Eine einfache Barrikade aus Holz, die frontalen Feinden nur geringen Schaden zufügt. Einfacher Störsender. Dieses Gerät nutzt die durch Ätherschirmen erzeugte schwache Kopplungsinterferenz, um das Signal eines biologischen Controllers zu blockieren und es nicht nutzbar zu machen, wodurch Kreaturen freigelassen und als deine Partner rekrutiert werden können. Na, mal gucken, wofür wir das brauchen. Ich bin gespannt. Mail, Team, haben wir keine Es gibt Missionen hier, okay. Ach, das sind die Missionen, die wir haben. Die Anfangsmissionen, ne? So, ein Holzzaun, ein Tor bauen. Können wir das hier drin? Steinschlosspistole, braucht 4 Eisenerz. Bleikugel, braucht Bleierz, haben wir noch nicht. Anorganisches Salzerz, haben wir auch nicht. Keine Ahnung, wo wir das finden. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Kann ich die Fackel eigentlich so wie bei 7 Days irgendwo an die Wand hängen? Geht das? Nee, damit mache ich sie an. Yay. Oder aus. Super. Verdammt. Verdammt. So, dann machen wir mal einen Verband. Bitteschön. Und eine Dämpfung. Dafür brauchen wir wieder Fasern und ein Klebeband. Haben wir nur 1. Wir brauchen 4. Die haben wir hier. Dann gehen wir mal fix. Da will ich nicht runter.
Wir brauchen Fasern. Wir brauchen Fasern. Aber gerade hier mit dem Feuer, das sieht geil aus. Und du siehst schon, alles leer hier, ne? Das heißt, wir müssen bald weit laufen. Wir lenken die Aufmerksamkeit auf uns, weil alles leer ist hier. Da müssen wir zusehen. Level 9. Juhu! So, was wollte ich sagen? Da müssen wir zusehen, dass das Zeug wieder nachwächst. So, was brauchen wir dafür jetzt? 69 von 120, okay. Viel ist das aber nicht. Die Faser 89, ey. Muss ja echt alles abrupfeln hier. Oder ich probiere mal gerade was. Ist das auch wie bei 7 Days? Dass du mit dem Messer Fasern kriegst und so? Scheint nicht so. Mit der? Ich kann da drauf rumhauen, aber bringen tut's nichts. Okay. Na toll, dann machen wir es gerade nochmal so. Für die Fasern. Holz kriegen wir ja auch ohne Ende daraus. Oh Mann. Ich will gern an den... ne? Da will ich ran, aber muss erstmal 37 werden. Das ist doch doof. Warum? Warum? Was soll das? Wir wollen noch ein bisschen Progress haben hier. Mal gucken, was für coole Sachen es da drin gibt. So, tausch mal. Zack, zack. Das ist jetzt die 7. Wow, 3 Beeren. Geil. Das hat sich gelohnt. Mich gar nicht. Egal. Wir gucken, was jetzt kommt. Was haben wir da? Ein Köcher, Schadensverstärkung. Und Schaden um 10% erhöht. Gilt nur für Nahkampfwerkzeuge. Okay. Lasso ist mir gerade egal. So, die Dämpfungsmod dauert ein bisschen. Schnellreparatur. Reparierwerkzeug 0 von 1. Was will ich nicht alles haben? Den Holzzaun und das Tor würde ich gerne bauen. Aber dafür fehlen uns wieder Sachen. Wetten wir? Basis. Was haben wir denn hier? Hier ist der bestimmt irgendwo. Holzbarrikade. Holztor. Braucht Seile. Braucht Seile. Viele Seile. Fasern haben wir wieder keine mehr, ne? 16. Ey, alles nur Fasern. Wir müssen doch Fasern daraus machen können. Kannst du mir nicht erzählen? So. Er macht die Seile. Wie kann ich die jetzt in nichts wegwerfen? Rucksack, Schuhe hier und dann rein da. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir das. Dann können wir schon mal gucken nach dem Holzzaun. Ausführen. Hierfür brauchen wir 20. Okay. Aber er hat nur gesagt, wir sollen das herstellen. Nicht, wir müssen das setzen. Dann lassen wir das erstmal so. Ja, interessant, ne? Interessant. Haben wir noch Wände, die wir bauen können? Dafür brauchen wir wieder Fasern. Alter, wie kriegen wir schnell eine Menge Fasern? Das muss ja auch irgendwie mehr geben. Gute Frage, nächste Frage. Hier sieht es erstmal aus wie Sau. Die Fasern lassen wir hier. Farnsamen, Pflanzenschleim, Holz, Klebeband, da ist das Fleisch, der Weizen kann da rein. Der vergammelt ja nicht, warum auch immer. So, sehr gut. Haben wir nicht eine schicke Hütte hier? Ach, das wird schon. Das müssen wir aber nochmal ändern, das ist mir zu hoch. Das ist zu hoch. Da müssen wir gucken, wie wir das machen. So, hier drin sind noch 2. Die können wir mit da drauf tun. Weil essen müssen wir auch. Aber wir müssen vor allem sehen, dass wir was zu trinken kriegen. Und uns wird kalt. Ne? Obwohl uns eigentlich mit der Fackel warm werden müsste jetzt. So, jetzt ist warm. Jetzt wird warm. Dann können wir die auch ausmachen. Nicht, dass sie für Holz und Kohlen brennt und weggeht. Ja, wir brauchen mehr Fahren. Sind bei der Missionsverfolgung 7 von 28. Also da geht noch was. Da haben wir noch was zu tun. Ja. Da hinten sind Feinde. Schweine haben wir gefunden. Hasen haben wir gefunden. Wir sind am Bauen. Ich will die Kiste aufmachen. Es erinnert, wie gesagt, mega stark an Ark. Nur, dass wir halt keine Dinos haben. Vielleicht haben wir ja Haie hier unten drin. Wer weiß. Müssen wir mal schauen. Was ist das da? Moos oder Schwefel? Und ich hoffe, dir gefällt's. Wenn ja, lass doch einen Daumen hoch da. Und in diesem Sinne, wie immer, danke für deine Zeit. Bis zur nächsten Folge.